Aufnahme läuft wieder und dann meine auch schlafen. Siehste. War ein bisschen unbequem und frisch, aber wir haben es überlebt. Wir haben uns gewärmt, weil wir Löffelchenstellung gemacht haben. Ist ja widerlich. Nein, das kann man so jetzt auch nicht sagen. Na doch, ich wäre schon dafür, dass man das so sagen darf. Ja, okay. Gut, wir wollten so sagen. Das ist netter. Also, wir wollten ja dein dickes Teil weiter suchen. Ja. Aber wir können nebenbei noch einen Abstecher machen Richtung Prost. Richtung Prost. Prost. Ja, das können wir tatsächlich. Das ist ja auf dem Weg dahin. Genau. Dein Zug, das kann man dann auf dem Rückweg machen, sag ich mal. Ja, dann lass uns. Wenn man schon mal da ist. Ach, na klar. Ja, stand zu nah an der Wand, da konnte ich nicht hinter. Da war schlau, war der. Der war schlau, ja. Und der war dumm. War er. Aber was hast du eigentlich für einen Hackepeil da? Das ist ja der Metzger vom Dienst. Das kann ein bisschen was. Das ist ja minimal. Also Steak stellen kann ich damit gut. Steak. Na gut, raus hier. Ja, gut. So, na gut. Ach, jetzt. Ja, ich sag ja, ich kann gut. Ja, genau. Also, Kann einfach auch. Nun. Ist halt eh nicht mal geplant. Ich halt da nicht mal Ausschau. Ich denke mir, okay, da komme ich rüber, fertig. Aber gut. Sehr gut. So, das bedeutet. So. Ja, wir müssen die so mal markieren, die Prost-Quest. Ja, das sieht man ja nicht, das ist das Problem. Das ist irgendwie buggy. Ach so. Also die zeigt halt nicht so richtig an, aber ich gehe halt so grob in die Richtung halt. So, hier hoch. Hier hin. Ja, und jetzt ein bisschen Richtung Westen. Uah. So, und jetzt? Ja, geradeaus. Irgendwo da. Muss irgendwas sein. Was ist das eigentlich? Hier waren wir doch eben schon. Ja, finden Sie Hans an seinem Lieblingsjagdplatz. Das geht da ist eine Beute. Guck mal. Oh. Ja, wenn wir schon mal da sind. Kann man auch mitnehmen, oder nicht?
Kann ich ja, irgendwas craften? Das ist selbstverständlich. Irgendwie Bomben oder irgendwie sowas? Kann ich da? Nö. Na gut, aber erstmal warten. Du bist tot. Was willst du dagegen tun? Ja, wie die da einfach drin sind. So schön. Einfach mal Zombies einlocken. Wir können ja nochmal die Bomben werfen. Mittlere Maustaste. Ja, stimmt. Wenn du die halt ausgewählt hast. Was ist denn hier passiert? Was ist denn? Was passiert denn hier? Also umzingt von Zombies. Aber er kümmert sich natürlich erstmal. Oh, die war gut. Ja, die war schön, ne? Da hat sich einiges gesammelt da drin. Ja. Oh, so eine kleine Grillfeier in so einem Bungalow, so ganz nett. Ja, so sehen sie auch dementsprechend aus. Boah, ist ja widerlich. Junge. Alter. Oh, der wiggelt hier ein bisschen rum. Ah, jetzt geht's. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel Stuff zum Verkaufen habe. Ja. So. Ja. Ja, so. Basie. Sehr schön. Sehr gut. Das hat sich ja auch ein bisschen gelohnt. So, hier muss also von Hans das Jagdrevier sein. Da. Der eine Hans. Gute Beute wieder. Gehabt. Wie ist er denn jetzt wieder hier hochgekommen? Ich bin einfach gesprungen, Dave. Ich kann springen. Das mag ich zu bezweifeln. Dass du das kannst. Ich kann springen, ohne mit den Füßen abzuspringen. Ich muss nur mit dem Bauch aufkommen. Ach so, ja gut, klar. Ja, es funktioniert. Hier ist irgendwo Hans. Oh. Ich höre Hans hier irgendwo. Hans? Ach, da oben ist Hans. Hans Landa. Hans Meiser, achso. Hans Meiser, oh Gott, ja. Hans? Bist du Hans? Was willst du? Hast du was von dem Wasser getrunken? Allerdings habe ich das. Schmeckt wie Pisse. Ja, was machen wir? Sollen wir ihm sagen, dass es vergiftet war? Oder sollen wir ihm Alkohol geben? Ja, wohl. Ja, vergibt. Obwohl, glaubt ihr uns dann? Ja, weiß ich eben halt nicht. Ja, dann lieber gleich direkt Alken herschieben. Da ist genau. Alk. Nimm. Deine Frau hat gesagt, sauf. Nun trink schon. Scheißdreck. Was? Das hat meine Frau gesagt? Meine Anna? Sie glaubt, der Alk ist stark genug, um das Gift aus deinem Körper zu blasen. Ha! Meine Frau? Also liebt sie mich doch noch, obwohl sie immer nur stichelt und rumäkelt. Und da sagt man, Romantik ist tot. Hier, dafür, dass du mir den Tag gerettet hast. Und vielleicht das Leben. Brauchst du Hilfe beim Rückweg? Nee, mir geht's gut. Ich und mein Fläschchen Alk hier haben noch einen wichtigen Termin. Werft euch in der Lunge oder in der Leber? Ja, na gut. Da war eine richtige Entscheidung. Das, ja. Allerdings. Na gut. Gut, da kommen wir auch nicht weiter längst da hinten. Nee. Aber wir haben immer noch Prost.
Das ist dann Richtung dickes Teil. Tatsächlich. Also wir können da in die Richtung gehen. Ja, ist jetzt auch markiert. Ja, okay, sehr gut. Ich bin es nicht wert. Bitte lasst mich gehen. Das ist, das ist halt schon wieder hier so eine Lichtung. Was? Was ist denn mit ihm los? Ja, und er ist ein bisschen betrunken. Huch, huch. Warum? Ja. Ey, ich mach das nicht freiwillig. Oder nicht mutwillig. Zu diesen Dingern hier hingehen. Ich bin anscheinend einfach nur gut. Das fällt langsam auf. Ich muss den zweiten Monitor ausmachen. Ja, mach doch mal jetzt. So ein Guide, weißt du, wo alles versteckt ist. Nee, okay. Was machst du da? Ich habe ihn runtergeschubst. Ach so, klar. Macht man ja so. Ja. So. Okay. Gibt es noch ein Full House? Nee. Oh, warte. Das brauchst. Und da sind üble Burschen. Oh, dann möchte ich doch noch mal ein paar von diesen Knallbonbons herstellen, glaube ich. Kann man die herstellen? Die kannst du herstellen? Ich meine, ja. Also ich kann die nicht. Aber dafür kann ich ein bisschen Heilung herstellen. Nee, kann ich tatsächlich nicht herstellen. Ja. Ach, schade. Ich dachte, ich habe das eben gesehen. Nee. Leider nicht. Oder mal rein in den Speck. Ja, gleich. Gleich, sagt er. Guck gerade mal. Aber Molotows kann ich... Ah ne, Molotows kann ich auch nicht herstellen. Ne, können wir noch nicht. Ah, schade. Wir müssen... Aua! Wir müssen den hier unten... Der da unten grummelt, das ist nämlich der andere, das Teil, den darüber schaffen. Dann locken wir doch den Dicken zu den anderen hin oder was, ne? Würde ich sagen. Ja gut, oder du machst das halt. Genau, ich hab's gewusst. Da ist so eine Springerin mit dabei. Nett. Ja. Vorsicht. Ah, ja. Die Springerin ist bei mir. Oh, lol. Oh. Die kommt jetzt zu dir, die Springerin, oder? Ich hab hier oben auch mit 3 Leuten zu tun noch. Aber... Ja. Springerin ist auch kein Problem. Ja. Weiß ich gerade nicht. Oh. Uff. Ich verblute. Ein bisschen, war ich ein bisschen zu wild. Boah. Schön, dass du das Feuer läufst. Ja, also wirklich. Oh, Jesus halt. Konnte übers Wasser laufen und du bist Feuer. Das war schön. Na gut, warum nicht, ne? Oh, Kinderspiel. Meine Längs hier. Oh. Axt.
Oh, Molly. Klar. Jetzt habe ich wieder 4 davon. Wie schön. Unsere... Die sind alle tot, ne? Die Typen sollten großen Teil tot sein, ja. Ist halt nur noch der ganz Dicke da. Ja, er brennt. Sehr gut. Burning down the house. Ah, ja, so eine Gasbuddel. Ja, sehr gut. Der hat Panzerung, sehe ich gerade. Dann werfen wir da einfach ein Auto auf ihn. Ach, bin ich Hulk oder was? Ja. Ach so. Na gut, sorry, wusste ich nicht. Oh, da kommen einige. Aber wenn du hier drauf bist, hier kommst du zumindest nicht her. Ach, da bist du. Ja, ich bin hier auf dem Strommast, wie so ein Vogel. Der Drahtseilakt. Wirklich? So. Er wird mich stinken. Ja, ich glaube, der tut's auch. Minimal. Kann man den gegen die Tonne treten? Den kann man in die Tonne treten, vielleicht. Versuch den mal zu treten. Da tritt dir einer zurück. Das kann ich dir sagen. Nee, der geht nicht. Das ist Nemesis. Was erwartest du? Ich kann da irgendwas machen bei dem, wenn ich da dran stehe. Ja. Ach so, ich kann auf seinem Rücken und dann hochspringen. Ja, gut, okay. Oh Gott, tot. Ja, ich komme. Bitte. Oh, Nemesis bewegt sich. Haben wir hier noch irgendwelche schönen Dinge zum Explodieren? Aber viel hat der halt nicht mehr. Hab ihn gekillt. Wo kommt das denn jetzt her? Ich hab ein Spiel gefunden. Oh! Oh, dickes Teil 3. Oh nein. Gibt noch einen dicken? Ja, gibt noch einen dicken anscheinend. Oh, das gab aber sehr gute Erfahrung. Ja. Hey, what? Gar nicht drauf geachtet. Ja, also ich bin jetzt Level aufgestiegen in Baku und in Kampf, sag ich jetzt mal. Level alles. Level alles, bitte. Zum Mitnehmen. Ah, jetzt kann man hier hin. Okay, jetzt ist der Gestank weg. Ja. So, was haben wir denn da? Oh, die ganzen Pakete noch, die hier rumliegen. Krass. Man kennt es. Klar. Sichere Landung. Das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen bräuchte. Sichere Landung? Ja. Ja, das habe ich auch schon gleich gemacht bei mir. Ja. So, und beim Kampf, was haben wir hier? Ja, warte ich mal noch. Hm? Wo bist du? Ach, da unten. Hier unten bei der Hütte. Wenn ein Zombie dich anvisiert und auf dich zukommt, nimmt er meistens den kürzesten Weg, ne? Ja. Der stand hier und kam auf mich zu. Ich lief dann wieder hier in diese Ecke und dann kam er natürlich an die Spikes hier. Und brach tot zusammen.
ja gut, intelligent, oh, also klar. Also manchmal hast du so eine Slapstick-Humoreinlagen hier, das ist so geil. Das ist... Liebe es. Wie Frank Drebin sagen würde, ich liebe es. Oh Gott, Frank, oh, Leslie Nielsen. Ja. Jesus, bester Mann. Muss ich mir mal wieder angucken, nackte ja. Kanone, ja. Super. Oder sehr verdächtig. Ja, der ist auch geil. Den habe ich damals im Kino geguckt. Oh, ich habe mich so weggeschmissen. Ja. Oh, von dem Zug da wegrennt, oder was ist das? Oh, so ein Quatsch, ey. Oh, ich liebe es, so stupide. Aber das fehlt irgendwie so in den deutschen Kinos. Find ja, ich. Macht das irgendwie keine mehr, ne? Ist alles keine viel Ahnung. Zu ernst, viel zu politisch und der ganze Kram. Ich will sowas ja. haben. Ich hätte gern sowas wieder wie Nackte Kanone oder Hot Shots oder Top Secret oder sowas. Ja, genau. Oder halt so in die Richtung von Louis de Finet. Ja, ja. So in die Richtung halt. Großartig, aber schade. Die Kohlköpfe. Das ist auch so geil. Ja, aber solche Klassiker gucke ich mir immer wieder gerne an. Ja. Das macht Spaß, die sind echt zeitlos. Durchaus, ja. Oder halt vom, ich weiß gar nicht, kennst du den Schauspieler Adriano Celentano? Nee, sagt mir gerade nichts. Okay. Das ist auch so eine Art Komiker. Jetzt... Okay, ist ja, auch, kein Bild vor Augen jetzt gerade. Ja, ist Italiener, ist, wo auf diesem Bauernhof, glaube ich, ist da. Mhm. Mit dieser Frau da. Ja, muss ich dir mal zeigen, das schwarz zu erklären jetzt. Ja, ja. So, wir müssen anscheinend. Kommen wir irgendwie hier runter? Hier ist noch was im Schrank. Hm, Alkohol. Also. Hier kommt. Oh runter. Ja. Okay. Oh. Ja, schau mal an. Toll. Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Aus vergiftetes Wasser. Wie meinst du das? Du wolltest mich ausrauben, stimmt's? Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Na, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht. Also gut, ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut, abgemacht. Na gut, bitte. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Wieso? Was ist los? Ich bin schon direkt unten. Was? Ja. Oh, Kacke. Wie komme ich denn nach unten? Weiß ich nicht. Mach einen schnellen Plan. Ach so, ja doch. Ich bin da. Obwohl, nee, noch nicht. Doch, jetzt. Sehr gut. Ganz heldenhaft verteidige ich hier die Position. Warum spawn ich denn immer ganz woanders immer? Ich weiß auch nicht. Was ist denn das? Alter Schwede. Hier, fang. Flasche. Ja, dachte ich mir schon. Ziegel. Hier, fang. Ziegel vor allem. Wodka aus der alten Welt. Nochmal Wodka aus der alten Welt. Wodka aus der alten Welt mit einer Lunte dran, wie schön. Was ist hier? Oh. Okay.
Okay, das... Schön, ja, dann war's das ja, ne, oder? Ja, das ging ja relativ flott. Ja. Aber, wo ist denn die... 13? Achso. Ja, ist hier die Tür. Sichern Sie das Gebäude. Ja. Ja. Auf den Weg, Bursche. Gut, du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte. Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Räudig? Jetzt sind wir sicher. Musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallte, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach, verdammt. Okay. Ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Zumindest sollte das nicht so sein. Ich hab mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Da kam mir eine Idee. Warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen? Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombie-Wasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Die sollten nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Das ist jetzt schwierig. Ja. Sie werden Julian beschuldigen und ihn hängen. Mach dir keine Sorgen um Julian. Dieses Wiesel windet sich da schon raus. Und wenn nicht, dann gibt's eben ein Wiesel weniger auf der Welt. Also, haben wir einen Deal? Weiß ich nicht. Ich würde ihm die Wahrheit sagen. Ja. Oder? Sei ja, klar. Ehrlich und erzähl deine Geschichte auf dem Bazar. Es war ja ein Unfall. Bist du bekloppt? Niemand würde je wieder einen Tropfen Wasser bei mir kaufen. Ich lasse nicht zu, dass Julian für eine Sache hängt, die er nicht getan hat. Scheiß auf Julian. Ich muss meine eigene Haut retten. Das ist eine Geschichte, die du nicht erzählen wirst. Butler. Du sollst still sein. Oh. Oh, ja gut. In dem Sinne. Da steht jemand vor der Tür. Ja? Oh, Tatsache, ja. Ja, backt er gerade eben ein bisschen durch. Tja, nun hat er gar nichts mehr davon. Nö. Der Spinne. Na, hey, ja, komm mal hier rein. Hier ist nämlich UV-Licht, ihr Idioten. Hast du das gerade aufgemacht? Habe ich gerade aufgemacht, die Tür, ja klar. Wie? Mit F, wie öffnen. Da stand bei mir dran, Dietrich, schwer. Oh, echt? Nee, ich konnte sie einfach öffnen. Wow. Guck mal, wie schön das ist. Ja, yeah, Feuerwerk. Okay, vorne kannst du schon looten, mach deine Waffe doch nicht kaputt. Ah, die gehen ja sonst nicht tot hier, die Spinne. Doch, die geht schon kaputt.
Aber ich kriege ja keinen Erfahrungspunkt an euch. Ach so. Ja, dann gehe ich sogar raus und mach das. Ach so, ja, gut, klar. Na gut, das haben wir. Da können wir ja wieder zurück. Bazar. Ja. Gut. Dann ab zum Bazar. Weil meine Waffe ist nämlich auch bald kaputt. Die gute Axt. Ja, ich habe auch nicht mehr so viele dabei. Aber wie waren das? Ach, das war ja mit diesem Reparatieren, genau. Mit der Reparatur da, dass du immer wieder neue Mods drauf machen musst. Das finde ich so scheiße irgendwo. Stimmt, ja. Aber und dann sind die Mods weg, ne, wenn die kaputt sind. Ja, beziehungsweise ich kann keine drauf machen, Mods. Das verstehe ich auch noch nicht, warum ich das so nicht kann. Mäuschen. Wer sagte das nochmal? Mäuschen. Ich weiß es nicht mehr. Welcher Film war Mäuschen. Das? Mäuschen. Wer sagte das? Weiß ich nicht mehr. Mann, du kennst dich doch sonst immer mit Filmen aus. Ja, war das in einem Film oder war das mal in einer... Prozentig war das ein Film. Mäuschen. Oh, entdeckt. Behälter erkannt, oh. Ja. Ach, hier sind so ein paar. Ja, gut, klar. Nee. Okay. Doch, geht wieder die Luzi ab. Oh, da hat jemand was geworfen. Ja, die werfen ja immer was hier, die Schweine. Hier, Schweine! Hab ich noch eventuell den einen oder anderen Molly? Ja! Oh, du kannst sogar gedrückt halten. Ja, dann siehst du auch, wo du landest. Das sehe ich gerade jetzt erst. Das ist das. Oh, wo ist der denn hingeflogen? Ja, an so einer Propangasflasche. naja. Ja gut, das war ein harter Schlag halt. Wissen wir das auch, wie der funktioniert? Ja. Hat du willst zur Propanflasche? Da wollte ich auch hin. Sie ist so wunderschön. Die fliegen einfach überall hin. Das weckt halt so viele an, so eine Propanflasche. Ja. Okay. Oh, oh, oh. Direkt vor der Stellenweise. Oh. Alter Schwede, das sah gefährlich aus gerade. Holy shit, was hast du gemacht? Ich habe einen hier runter geschubst und der ist dann an dieser Kante von dem Dach da irgendwie ziemlich zerteilt worden. Lecker. So, wir können hier in diese Kapelle hier rein, weil das ist anscheinend so ein Unterschlupf.
Gut. Ja, fein. Ich würde erstmal kurz hier unten looten. Hier liegen ein paar Pakete rum. So, ja. Ja, keine Arme, keine Kekse. Doof. Oh, Achtung, kommt was zu dir. Ja, ja. Gibt's einen auf den Latz? Mann, kann man nicht mal in Ruhe looten? Ja, aber wirklich. Was? Ach so. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Was denn? Wenn du den mit deiner Flasche bewehrst, das habe ich bei dem und bei der anderen eben halt gesehen. Ja. Dann gehen die wieder in ihren Ist-Zustand zurück und so verbeugt, so irgendwie, weißt du? Ah, okay. Hm. Zumindest war das bei den Flaschen, bei den beiden jetzt so. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder nur zufällig war. Was zum Teufel? Wow. Also das war jetzt auch ein bisschen blöd von dir. So, hier ist eine Flasche. Ich will nochmal werfen. Ja. Oh lol. Ah, okay, ja gut, sind nur betäubt wohl einen Augenblick. Ja, aber gut zu wissen. Ja. Oh, lol. So, wollen wir zur Kapelle. Ja. Gut. Obwohl, warte, ich hab noch nicht gelootet. Oh, das vergesse ich halt immer. Was macht er denn? Wie viele Pakete hier aber rumliegen? Ja, sind so 2-3 Stück. Ja. Das ist wichtig. So. Ja. So, jetzt können wir mal wegen. Sehr gut. Folgen Sie mir. Jawohl, Sir. Oh. Alter, Finn. Oh, der Kopf, Alter. Ja, ich hab schon gesehen, das ist. Das ist schon schwierig. Weil ich halt momentan eine stumpfe Waffe habe und da sieht das ein bisschen anders aus. So. Ja, ich verstehe. Oh. Ah, ja. Oh. Ach so, wie ein dreistelliger Code muss hierher. Okay. Den kennen wir aber nicht, ne? Nee. Vielleicht liegt hier irgendwo was rum dafür. Ah. Ja, ich weiß die Kombination. Was? Irgendwas verpasst? Wieso? Woher willst du wissen, was die Kombination ist? Weiß ich nicht, ich hab sowas im Gefühl. Ja, ich sag nur Remnant, ne? Mach du mal.
Hast du hier schon mal reingeschaut? Oh. Oh. Also langsam habe ich an mir selbst gezweifelt gerade. Ne, ich habe hier geöffnet, als du den hier angeschaltet hast gerade. Ach so, okay. Dann habe ich die rausgenommen und deswegen dachte ich mir, ich weiß die Kombination. Aber dann will ich ganz kurz hier flachsen. Ja. Wie spät haben wir es denn überhaupt jetzt in-game irgendwie? Wir haben es 18 Uhr. Dann wollen wir hier warten oder was? Ich meine, ist ja auch wieder Zeit, ne? Ja, eben. So langsam, aber sicher. 19 Uhr ist es ja wieder. Ich würde sagen, wir machen dann also hier einen kleinen Break und sehen uns dann am nächsten Morgen wieder. Richtig. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis dann. Tschüss.